Levin Blum, das Nachbarschaftsduell, das Quartierderby steht vor der Tür. Es spielt gegen Breitsch in der ersten Runde vom Cup. Ja, spezielles Match vielleicht auch für euch. Wie ist es? Ist es der Start der Mission Titelverteidigung? Ja, ich glaube definitiv schon. Klar, nach der letzten Saison, die wir hatten, haben wir sicher die Emotionen, die wir im Cup-Finale hatten, dieses Jahr sicher wieder haben. Also, es fährt wieder von neuem an. Die erste Runde gegen Breitenrain. Ja, aber schlussendlich ist es noch ein sehr langer Weg, bis der Cup-Finale da ist. Aber sicher haben wir das Ziel vor Augen. Und außergewöhnlich ist jetzt diese Saison, dass ihr die erste Cup-Runde sogar daheim im Wankdorf spielen könnt. Das gibt es auch nicht oft. Nein, das ist glaube ich speziell, ja. Und dann eben noch gegen Breitenrain, das Quartierderby. Das ist sicher etwas speziell, aber wir freuen uns wirklich drauf. Ja, und es ist eigentlich fast das letzte Heimspiel für eine gewisse Zeit. Es kommt dann noch das Champions League Playoff-Spiel daheim, aber nach der Liga geht es erst wieder Ende September daheim im Wankdorf los. Also müsst ihr die Atmosphäre jetzt hier schon noch mal geniessen? Ja, sicher. Ja. Jetzt haben wir eine kurze Pause ja, in der Meisterschaft. Das Cup-Spiel ist jetzt und dann sind die Champions League Quali-Spiele. Das Zeitli spielen wir nicht mehr im Wankdorf, vor allem ja, in der Meisterschaft. Darum hoffen wir sicher, dass jetzt hier in diesem Cup-Spiel einige Zuschauer werden kommen und dass wir das, die Stimmung im Wankdorf geniessen können. Und speziell ist auch diese Saison das Cup-Bleibli. Und zwar, du drehst es, ist eine spezielle Edition. Die Fans können abstimmen und haben sich für das entschieden. Wie findest du es? Wie gefällt es dir? Also, ich muss sagen, es gefällt mir eigentlich sehr gut. Also, ich glaube, sie haben gut abgestimmt. Man sieht da so ein bisschen, ja, die Stadt abgebildet. Ich muss sagen, es gefällt mir. So ein Cup-Bleibli ist sicher etwas Spezielles. Und ich hoffe, dass ich das sicher ein paar Mal tragen kann. Jetzt eben das Duell, das erste Mal das Liebe tragen gegen Breitsch. Man kennt sich ja eigentlich recht gut. Man spielt immer in Vorbereitung im Burghalter Cup. Es hat diverse Spieler mit IBE Vergangenheit. Das ist schon ein Duell, wo man weiss, wer kommt und man kennt sich ein bisschen. Sicher ist es ein bisschen speziell. Klar, gewisse Kollegen, die ich dort auch noch habe, Breitenrain, spielen noch dort. Er ist sicher ein bisschen speziell, ja, und auf das freue ich mich sehr. Und es ist ein unterklassiger Gegner, also für euch gilt jetzt eigentlich, ja, man will natürlich unbedingt weiterkommen, darf den Gegner aber sicher nicht unterschätzen. Wie macht man das und mit welcher Einstellung muss man in diesem Match gehen? Also ich glaube, die genau gleiche Einstellung, wie wir auch sonst haben. Also es ist ein ganz normaler Match, es ist ein Wettkampfmatch, da gibt es nur eine Runde weiterzukommen. Wer da der Gegner ist, ist eigentlich nicht gross. Ja, die Frage, sondern einfach fokussiert sein, wie bei jedem Match und ja, möglichst probieren zu gewinnen. Wir hoffen natürlich, das kommt gut und wünschen dir viel Erfolg am Freitag. Merci, Levin. Merci vielmals, danke. Pascal Schüppbach, für dich muss es ein ganz spezielles Spiel sein. Du bist ehemaliger IB-Spieler, jetzt beim FC Breitenrain und jetzt der Match hier im Wankdorf. Spezieller Match. Ja, sehr speziell. Für mich ist es so, wie so ein bisschen ein Heimkommen. Also ich habe den ganzen Nachwuchs beim BSC IB gemacht. Also von dem her ist es wirklich so ein bisschen wie ein Heimkommen. Aber ich glaube, nicht nur für mich ist es ein spezielles Spiel. Ich glaube, für unsere ganze Mannschaft, also wir haben auch viele Spieler mit IB-Vergangenheit und auch sicher für die und auch für alle anderen, einfach in so einem Stadion dürfen das Cup-Spiel spielen, ist ein Privileg, ja. Aber schauen wir schnell ein bisschen auf deinen Weg, auf deine Geschichte. Du hast einen Profivertrag gehabt bei IB. Du warst noch zwei Saisons ausgelenkt, aber hast dann letzten Sommer mit 22 hast dich entschieden, hey, ich will nicht mehr im Profifußball weitermachen. Erklär doch ein bisschen, wie bist du zu dem Entscheid gekommen? Ja, es hat sicher mehrere Einflüsse gehabt. Einer war sicher, ich war immer wieder verletzt. Also, es hat mich immer wieder ein bisschen zurückgeschossen in meiner Entwicklung. Und ich habe einfach auch viele andere Interessen. Und ich habe mir dann, wie gesagt, ich wollte das vielleicht auch noch ein bisschen mehr erkunden, diese Seite des Lebens noch ein bisschen besser kennenlernen und schauen, was dort so drin liegt. Und habe mich dann wegen dem Jahr schlussendlich entschieden, Profifußball aufzuhören. Genau. Braucht sicher aber auch ein bisschen Mut, eben, wenn man einen Profivertrag hat und wie noch ein junger Spieler ist und die Aussicht ja gleich auch noch hat, so hey, man könnte es irgendwie schaffen und dann zu entscheiden, so, nein, ich habe das jetzt gesehen, ich will etwas Neues. Mhm. Ja, es war eine schwierige Entscheidung, ist schon lange gegangen, die Entscheidung. Aber ich habe gute Gespräche geführt mit meinen Ängsten, also mit meiner Familie, mit meinen Kollegen und die haben mich extrem unterstützt dabei. Und ja, also es war sicher die richtige Entscheidung gewesen. Und offensichtlich hast du Freude im Fußball ja auch nicht verloren. Du schaust weiter jetzt beim FC Breitenrain. Jetzt kommt der Match gegen IB. Wie wollt ihr in den Match gehen? Was habt ihr euch vorgenommen? Ja, also, wir haben sicher nichts zu verlieren. Es kommen viele Leute schauen. Es gibt ein Fußballfest. Und ja, wir wollen angreifen und es an IB so schwer wie möglich machen. Ja.
Und eben, es ist zwar euer Heimspiel, aber gleich auswärts im Stadion, wie ist das? Man hofft natürlich auf möglichst viele Zuschauer, es dürfte auch, oder es könnte einen Rekord geben für die meisten Zuschauer im ersten Rundenspiel. Ja, wie ist es im Wankdorf zu spielen jetzt? Ja, wie schon gesagt, es ist speziell für uns alle, eben auch die, die eben Vergangenheit haben, für die ist es sicher auch speziell. Und allgemein einfach vor so vielen Leuten zu spielen, also das ist nicht gang und gäbe bei uns. Wir haben aber nicht so viele Zuschauer, auch in der Meisterschaft nicht. Und darum sicher schön und speziell, ja. Also wir hoffen natürlich auf möglichst viele Leute und auf ein richtiges Fußballfest am Freitag. Viel Erfolg euch auch und alles Gute. Danke vielmals, merci.